Hallo, hallo, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Das letzte Mal haben wir so ziemlich alles in diesem Dorf hier erledigt. Bis auf diese zwei Kisten, die ich letztes Mal noch gefunden habe, geöffnet. Und was heißt letztes Mal, die ich gerade eben, als ich mich für die Aufnahme vorbereiten wollte, gefunden habe. Yep. Perlen und Hasenstatue. Hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Und da drüben auf der Insel, neben der ich mir einen Schnitt setzen musste. Ja, da ist manchmal Geld drin. Neben der ich einen Schnitt setzen musste, gibt es auch noch was. So. Und zwar genau auf der hier. Ja, wir können ja so weit schwimmen. Passt ja. In der letzten Folge haben wir auch die Pinseltechnik Rosenblatt gelernt. Das ist die hier. Will heißen, damit können wir jetzt über Wasser und hier ein bisschen buddeln. Denn buddeln macht Spaß. Vor allem wenn vierblättrige Kleebretter, Bretter, genau, das ist ein Brett. Ich mache hier gleich mal Holz. Zing! So. Genau, wenn vierblättrige Kleeblätter rauskommen. Ist eigentlich schon ein Zungenbrecher für sich, ne? Ich glaube sogar, hier gab es noch ein Secret irgendwo. Secret Kleeblatt sozusagen. Sorry, musste sein. Und was wir noch machen könnten, ist unsere göttlichen Attribute verbessern. Was wir nämlich dringend brauchen, ist Tinte. Unter anderem. Da mache ich gleich mal zwei. Und Göttlichkeit mache ich auch nochmal ein bisschen was. Also Solarenergie. Mägen werden wir lange, lange, lange werden wir keine Mägen brauchen. Das könnt ihr mir glauben. Ja. Und so geht's jetzt weiter in der Story des Spiels. Hab diesmal sogar einen Timer gestellt. Und muss nicht auf die Uhr schauen, sondern hab auf meinem schönen Samsung, das sage ich jetzt lieber nicht. Eigentlich war das schon Schleichwerbung an sich. Ich will mein Geld, Samsung. So. Ja. Hab ich hier eine Stoppuhr am Laufen, also auf meinem Android-basierten Gerät. Ich war ja früher mal Apple-Anhänger, aber ha, wie lange ist das schon her? Vielleicht einen Monat? Naja. Jedenfalls jedem das Seine. Ich bin umgestiegen. So, ich erwarte, dass jetzt ein paar kleine Relax kommen, weil ich habe doch eine recht sehr hohe Auflösung. Und zwar ist die bei ungefähr 2100 irgendwas mal 5000 irgendwas. Und hier sind ein paar Partikeleffekte, will heißen, ja, lassen wir ihn mal ein bisschen slowdown. Das behebt sich, sobald wir aus den Toren der Stadt raus sind. Dann geht der Emulator wieder auf Normalspeed und lässt uns Okami spielen, wie es eigentlich sollte, mit ein paar Audio-Lags. Audio-Lags sind das Schlimmste. Die Musik in diesem Spiel ist so gut, da will ich keine Audio-Lags drin haben. Das ist übrigens, das hier ist noch eine ja, Nebenmission, wo ich vorhin versucht habe, ob wir das schon machen können. Können wir übrigens noch nicht. So können wir die auch mal füttern. Lasagne. Was? Ich habe nichts gesagt, hä? So kriegen wir wieder gleich wieder ein bisschen Glück dazu. Davon können wir noch nichts aufbessern, aber wow, Kampf. Ach, machen wir einfach mal. Wupp. So, kann ich euch mal was ganz Tolles zeigen. Und zwar, wenn wir die Gegner am Schluss des Kampfes noch einmal zerstören, bekommen wir Dämonenreißszene. Wuh, die können wir bald, das wollte ich nochmal zeigen, weil im Agatha-Wald, wo wir jetzt hingehen werden, gibt es da einen Händler, der nimmt mir diese sehr gerne ab. Und da möchte ich die doch sammeln, weil das ist mehr oder weniger Währung für den. Und da würde ich mal sagen, schadet es nicht, wenn wir da ein paar dieser Zähnchen sammeln. Man merkt vielleicht so ein bisschen, ich habe etwas an meinen Fighting Skills gearbeitet. So. Wow. Okay. Hier war ja ein Weg, den wir nicht gehen konnten, weil Wasser und weil Ami sich nicht gut mit Wasser verträgt. Und da können wir jetzt
einfach mit der Technik der Seerose können wir einfach durch. Ich schwimme normalerweise immer so weit, bis wir kurz vorm Ersaufen sind und dann male ich um mich rum immer ein Seerosenblatt und schwimme dann einfach weiter. Das ist wirklich die einfachste Lösung, die ich hier euch anbieten kann. Ne? So, da sehen wir schon ein weiteres Loch für unsere Technik, die Kirschbombe. Wir haben ziemlich viele Techniken. Fällt mir gerade so auf. Also im Laufe des Spiels werden wir eh sehr viele Techniken haben, aber ja, wir kriegen noch welche dazu. So, okay. Mal schauen, ob ich die noch kann. Mit Analogstick ist das ja was anderes. Geht perfekt. So, ja. Wunderbares Spiel. Mal schauen, wie lange ich aufnehme. Oh. Well, that's unfortunate. Ach, scheiße. Ich dachte, das Pödel würde Orte mit so viel Gras und Bäumen meiden. Das muss wirklich ein starker Flug sein, so wie sich der Wald verändert hat. Ich habe hier echt lange mit mir debattiert, was man machen muss. Und ich bin zum Schluss gekommen. Der einfachste Weg ist ein Weg, den ich aus Versehen mal genommen hatte. Bam. Merkt euch das, falls ihr irgendwann mal Speedruns von diesem Spiel plant. Recht nützlich. Oh, verfluchte Zone. So. Recht nützlich, muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen. Ja, ich mache das jetzt so schnell, weil es ist ganz einfach. Man kann nicht gut erkunden. Mit einer verfluchten Zone vorm Gesicht. So. Und wie wir sehen. Oh mein Gott, hier ist Mächtersprössling. Das habe ich echt durch Zufall entdeckt. Ich bin einfach nur, oh Gott, was mache ich hier, was mache ich hier? Ich bin wirklich eine Stunde dran gesessen. Oh mein Gott, wie geht's hier weiter? Das habe ich somit übersprungen. Ja, tut mir leid, aber musste einfach sein, euch das zu zeigen. Ups. Aber jetzt kommt eine wunderschöne Sequenz. Zur Entschädigung. Viel Spaß dabei. Ich bin mir sicher, es gibt genug Let's Plays, wo ihr schauen könnt, wie es wirklich gemacht wird. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Pfad hin. Aber ich wollte einfach den Weg nochmal nehmen. Bei meinem ersten Playthrough habe ich den genommen und seitdem nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, ja, zeige ich euch den nochmal. Ne? Da bin ich echt durch, wirklich nur durch Zufall draufgekommen. Sehr toll. So, wir sammeln mal wieder Glück. Da können wir uns gleich wieder auf... Hoppala, können wir uns gleich wieder aufbessern. Hier sehen wir noch eine Buddelstelle. Buddel, 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 buddel. Oh, ich mach diesen Ton. Ich glaube, den mache ich mal als, ja genau, ich glaube, den hole ich mir irgendwann mal als, Ton, wenn irgendeine E-Mail reinkommt oder so. Waffe, Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Er hat ein Glasperlen. Naja, nur das göttliche Moment aus einem Wächtersprössling. Wow, Sakuya verwöhnt dich ja richtig. Ja, das Husten war jetzt keine Absicht. Auf jeden Fall wird dir das wirklich helfen. Die Monster versuchen auf jede erdenkliche Art und Weise dich zu kriegen, also musst du mit deinem guten göttlichen Instrument ausrüsten und mit ihm üben. Aber es ist mehr als sich nur mit ihnen auszurüsten. Sie können auch als Nebenwaffe oder Hauptwaffe ausgerüstet werden. Die Auswirkungen der Waffen ändern sich basierend darauf, wie du sie ausgerüstet hast. Aber selbst nach deinem hundertjährigen Schläfchen kannst du dich noch an das erinnern. Ich weiß, die heißt bist du nicht, aber keine Sorge dabei. Daran muss ich... Was? Versuche einfach, das neue göttliche Instrument als Hauptwaffe auszurüsten. Oh, und wie ich das als Hauptwaffe ausrüsten werde. Das sind göttliche Perlen. Gebetsperlen. Ist eigentlich als Nebenwaffe gedacht, aber
Diese Waffen sind so genial. Nun lass mich dir ein Beispiel geben. Du kennst doch in deinem Spiegel, ne? Nun, wenn du ihn als Nebenwaffe ausgerüstet hast, dann ist er wie ein Schild. Wenn du angegriffen wirst, drücke die Dreieckstaste, um deinen Angriff abzuwehren. Du solltest das mal bei einem Monster in der Umgebung ausprobieren. Ja, und da ist noch eine Sache. Erinnerst du dich daran, was Sakuya gesagt hat? Der heilige Baum im Dorf Kameki trägt jedes Mal eine neue Wächterfrucht. Wenn ein Wächtersprosschen wieder beliebt wird, guck immer bei Sakuyas Baum vorbei, wenn du in Kameki bist. Wow, das habe ich bei meinem... Das habe ich bei all meinen Playthroughs... Das wusste ich gar nicht. Okay. Wenn wir wieder in Kameki vorbeischauen, dann schaue ich da doch mal vorbei, ne? Hat sie echt gesagt? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, mega geile Waffe. Mega geile Waffe. Das wird meine Main-Waffe sein. Ihr werdet mich mit keiner anderen Waffe kämpfen sehen. Wie zum Beispiel... Ja. Ne? Wie zum Beispiel... Oh Gott, da muss ich jetzt was möglichst Schwules finden. Ach, der riftet. Nein. Ach, keine Sorge, ich habe noch 4 Minuten. Welche Stimme passt zu ihm? Ach Gott. Hort, der Ruf des Himmels, was? Sie befehlen mir, das Böse zu besiegen. Maka, das Geschenk der Götter an die Menschen ist hier. Hello! Hätte ich genug Zeit, hätte ich jetzt auf meinem Handy das Hello von der Mind Turtle abgespielt. Taumeister Waka. Was kannst du eigentlich? Was ist denn mit dem Kerl los? Diese rote Bemalung und das göttliche Instrument auf deinem Rücken. Du siehst seltsam aus. Aber ich erkenne, dass du so einiges vertragen kannst, Baby. Baby. Hey, glaubst du nur, weil du da oben bist, dass du was Besonderes bist? Das ist Frau Schisselmann, Alter. Komm hier runter und wir sprechen von Angesicht zu Schissel. Warte mal, hat der rote Bemalung gesagt? Kann er etwa... Amis wahre Form sehen? Das ist ja fast so gut wie ein Plot-Twist bei RTL. Boah, das ist einer der Skills, die ich haben will, Mann. Was ist mit der Grafik los? Oh mein Gott, er ist Jedi! Hey, er hat sein Schwert gezogen. No shit, Sherlock. Yes, das ist meine Art. Jetzt habe ich echt vergessen, welche Stimme ich für ihn hatte. Yes, das ist meine Art, den... Das ist meine Art, den springenden Punkt auszudrücken. Wunderbar. Das Wortspiel war beabsichtigt. In dem Moment, als sich die verfluchte Zone über Nippon ausbreitete, sah ich die schattenhafte Person, die das heilige Schwert Tsukuyomi entfernte, in Richtung des Dorfes Kameki fliehen und den Zugang dort mit einem Felsen versperren. Wisst ihr irgendetwas über diese Sache? Wow. Der Typ ist mir uneinig, wir sollten ihm ein Auge behalten. Nö, Ami, regst du dich schon wieder auf? Wonderful. Ich hatte es nicht anders gewollt. Jetzt wirst du mein geliebtes Schwert erleben. Welches? Hier kommt Pillar Talk. Seriously? Seriously? Kai!
Zeit zu tanzen, Baby. Den Tanz. Machen wir aber erst in der nächsten Folge, während ich diese blöden Audio-Glitches gefixt habe. Wir sehen uns dann. Tschö, tschö.